Clubchef von jetzt, Wolfgang Zingel, ist der Nächste. Danke, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, werte Bundesregierung. Zuerst muss ein Missverständnis, das von der ÖVP laufend verbreitet wird, korrigiert werden. Das Volk wählt nicht die Bundesregierung. Vielmehr, und zwar weder theoretisch noch praktisch, vielmehr wählen die Bürger und Bürgerinnen ihre Vertretung ins Parlament. Und wenn sich im Parlament eine Mehrheit findet, eine Regierung zu unterstützen, dann kann diese mit dieser Unterstützung arbeiten. Vor 20 Monaten haben wir gewählt und es hat sich eine Mehrheit gefunden, die eine Regierung unterstützt hat. Aber diese Mehrheit ist vor etwa einem Monat verloren gegangen. Und das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess. Das ist so in der Demokratie. Und wer das grundsätzlich in Frage stellt, stellt damit auch die Demokratie in Frage. Aber, meine Damen und Herren, das Parlament kann natürlich auch etwas anderes. Es kann auch Gesetze beschließen. Und gerade jetzt in diesen Wochen kommt das Parlament drauf, dass es auch Gesetze beschließen kann, die nicht von der Regierung diktiert werden und wo nicht im Hintergrund irgendwelche Lobbys und Geldgeber die Gesetze vorgeben, wo keine Koalitionsvereinbarungen das freie Spiel der Kräfte binden. Und das ist lebendiger Parlamentarismus. Und wenn der als Casino-Parlamentarismus bezeichnet wird und wenn der Generalverdacht aufkommt, dass es sich dabei jedes Mal um Wahlzuckern handelt, dann liegen die, die das behaupten, auch deutlich falsch. Wahlzuckern können nämlich, und das wurde in der Vergangenheit oft bewiesen, auch von stabilen, mehrheitsstabilen Regierungen vergeben werden. Und es hat also nichts damit zu tun, welche Mehrheiten im Parlament gerade aktiv sind. Aber vor allem können Gesetze jetzt in diesen nächsten Wochen und Monaten beschlossen werden, die gar kein Geld kosten, die die Steuerzahler und Zahlerinnen gar nicht belasten. Das sind beispielsweise Gesetze zum Tierschutz. Das sind vor allem Gesetze zum Klimaschutz. Wir wissen, dass im Zusammenhang mit dem Klimaschutz die aktuellen Maßnahmen, so wie sie jetzt vorliegen und von der alten Regierung vorgegeben wurden, nicht reichen. Und wir wissen, dass die Zeit drängt und dass wir nicht warten können, bis eine neue Regierung neue Klimaschutzziele vielleicht beschließt oder auch nicht. Es würde tatsächlich Schaden von Österreich abwenden, wenn wir uns bereit finden, hier etwas zu unternehmen. Und wenn ich darauf verweise, dass jetzt die eine oder andere Großpartei ihre Liebe plötzlich zum Klimaschutz entdeckt hat, dann kann ich nur sagen, machen wir es. Beschließen wir die entsprechenden Maßnahmen sofort. Die Anträge liegen vor und die Zeit drängt. Es ist ja so, dass die nicht nur nichts kosten, sondern dass sie dem Staat Geld sogar ersparen. Das wären Wahlgeschenke und würden allen, glaube ich, helfen. Aber das muss, und das Plastiksackerl ist wirklich ein bisschen zu wenig dafür, jetzt gemacht werden. Denn wenn man im Wahlkampf mit Plakaten und Slogans argumentiert vor irgendwelchen grünen Bergen und bunten Wiesen, wir für unsere Umwelt oder so, wählt SPÖ, FPÖ, ÖVP oder am besten alle gemeinsam, dann ist das zu wenig und dann haben wir die Zeit verpasst, ein Wahlzuckerl zum Nulltarif, das Sparen hilft, jetzt zu verwirklichen. Und genauso effektiv wäre die Gesetzgebung zur Parteienfinanzierung. Das ist ein Gebot der Stunde. Da haben alle Parteien Vorschläge eingebracht, wir wissen das. Aber nur eine Partei, nur eine Fraktion, nämlich wir, haben die beiden wichtigen, effizienten Gesetzvorschläge drinnen. Das ist zum einen die Kontrolle durch den Rechnungshof und das ist zum anderen Strafzahlungen, Sanktionen bei Überschreitung der Wahlkampfkosten. Es ist egal, wer das eingebracht hat, wir müssen es nur beschließen. Nur wenn ich nicht einmal hinter vorgehaltener Hand in die Parteien reinhöre, dann höre ich, das machen wir sicher nicht, wir lassen uns doch nicht in unsere Parteikassen reinschauen.
Das soll einmal eine Unternehmerin einem Steuerberater, einer Steuerprüfung sagen. Und ich glaube, dass das auch ein völlig falsches Argument ist. Warum lassen sich die Parteien nicht prüfen? Welchen Grund gibt es dafür? Es gibt eine Zeitrechnung, meiner Meinung nach, vor und nach Ibiza. Und die Anschauung jetzt erst recht ist die denkbar schlechteste Einstellung in der Zeit danach. Das bedeutet nämlich, dass justament alles bleiben soll, so wie es ist. Und damit wäre diese einmalige Chance vorbei, und zwar für lange Zeit vorbei, zu zeigen, dass wir nicht so sind, wie das in der Öffentlichkeit, in der internationalen Öffentlichkeit den Augenschein macht. Danke.